Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Dieses Mal wollte ich euch meine Magic-Kartensammlung zeigen, aus demselben Grund wie beim letzten Mal. Das hier sollten überwiegend Goldkarten sein. Ich glaube, da sind auch ein paar silberne und einfach nur ganz normale Holos mit bei. Was Magic anbelangt, da hatte ich ja nie irgendeine Ahnung von. Ich weiß nicht, ob hier von irgendwas irgendwie irgendwas wert ist. So muss ich ganz offen gestehen, ich habe da null Plan von, noch weniger als von Pokémon-Karten. Und dachte mir, ich gehe die mal mit euch durch. Ich habe keine Ahnung, was hier drin ist in diesem Ort. Also falls ihr hier irgendetwas entdeckt, wo ihr sagt, das ist alt, das ist wertvoll, das ist selten oder so, lasst es mich wissen. Falls es irgendetwas gibt, was ihr haben möchtet, könnt ihr mich auch per Direktnachricht anschreiben und dann sagen, so ja, diese und jene Karte hätte ich irgendwie vielleicht ganz gerne. Ja. Na, hier sieht man, dass eine so ein bisschen hinten beschädigt ist. Aber ich glaube, das ist... Ja doch, das ist schon schlimm. Also das, mit sowas spielt man dann normalerweise nicht mehr. Dann habe ich hier ein paar... Also ich glaube, die Karten, die man hier am häufigsten sehen wird, sind weiße Karten und Artefakte. Heißen die so? Ja, Artefakte. Die hier ist zum Beispiel auch holographisch. Ja, Leoniden waren damals so ein Ding. Ja, ich hatte halt eben so zwei Leoniden-Decks. Hab das Spiel auch wirklich nicht allzu lange gespielt, muss ich zugeben. Deswegen habe ich hier so ein paar Ausrüstungskarten, von denen ich denke, dass die gut sind oder selten. Warum da Lücken dran sind, weiß ich jedoch selber nicht so genau. Ja, sehr viele weiße Zauber. Ich habe keine Ahnung, wie man das alles nennt. Ich weiß, es gab irgendwie so Spontanzauber, es gab irgendwie normale Verzauberung oder Hexereien, keine Ahnung. Also was Magic anbelangt, ich weiß, wie die Spielregeln sind, ja? Also ich kann das Spiel spielen, aber ich bin da komplett raus. Ich bin da komplett raus. Also das, was hier zu sehen ist, wird wahrscheinlich jetzt auch nicht so jeden umhauen. Aber wie gesagt, vielleicht ist ja hier irgendwie irgendeine Karte bei, die ihr schon länger sucht und ich habe die dann zufällig irgendwie in meinem Besitz. Ich glaube, diese Karten hier, sowas hier ist schon richtig alt, ne? Ich weiß aber nicht, ob alt automatisch gut bedeutet. Man weiß es nicht, aber ich finde auch die Artworks bei diesen alten Karten sehen irgendwie ikonisch aus. Wer weiß, vielleicht sind das ja so... Na, ich weiß auch nicht. So, keine Ahnung. Irgendwelche Illustrationen, die gut ankommen bei den Leuten. Da haben wir hier ein paar blaue Karten, ein paar grüne. Okay, dann haben wir hier ein paar Fremdsprachenkarten, sogar, also keine Ahnung, oben haben wir ein paar japanische, frag mich nicht, welche Sprachen das hier sind, so, ich habe keine Ahnung, es sind auf jeden Fall alles keine deutschen Karten, deswegen habe ich die alle zusammengepackt. Dasselbe gilt dann eben auch für die Pokémon- und Yu-Gi-Oh! Karten. Hier haben wir dann weitere weiße Karten, weil wie gesagt, ich habe halt eben nur weiße Karten gespielt, aus irgendeinem Grund haben die mir am meisten zugesagt, sowas wie dieses Loxodon-Ding, so allein von den Artworks fand ich die immer cool. Also ich finde, die haben schon ziemlich nice Artworks. Ein paar Leonidinnen haben wir hier. Ich glaube, das war's auch schon. Dann haben wir hier nur noch Digimon-Karten. Ja, das war's. Okay, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Vielleicht kommt doch mal irgendetwas. Also ich habe vor, halt eben häufiger so Videos zu machen von irgendeinem so alten Scheiß, den ich besitze. Einfach weil, wer weiß, vielleicht ist ja irgendwas bei. Vielleicht ist ja irgendetwas bei, was irgendwie wertvoll ist. Ja, ich bedanke mich bei allen fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Mal schauen, was ich dann auskramen werde. Vielleicht irgendwelche alten Zeitschriften oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, einige Sachen müssen hier raus und ich muss ein bisschen gucken, dass ich an Geld komme. Ja, Studentenleben ist nicht einfach. Haut rein, bis zum nächsten Video und ciao!